Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal hier auf YouTube. Was spielen wir denn? Wir spielen Elia oder Elea. Ein Weltraum-Adventure? So in der Art. Ich weiß eigentlich gar nichts über das Spiel. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Und ich hoffe, es wird dem gerecht, was ich dank des Trailers erwarte. So, was haben wir hier? Controller. Benutze den linken Stick, um dich zu bewegen. Benutze den rechten Stick, um dich umzusehen. Soweit wie immer. Drücke Kreuztaste oder R2, um dich hinzusetzen. Alles klar. Hinsetzen wird ein gutes Spiel. Drücke Kreistaste oder L2, um aufzustehen. Alles klar. Drücke die Optionstaste, um das Spiel anzuhalten. Okay. Drücke R1, um zu zoomen. Zoomen ist gut. Drücke R2 oder Kreuztaste, um Objekte zu inspizieren. Halte R2 oder Kreuztaste gedrückt, um Objekte zu ergreifen. Drücke L2 oder Kreistaste, während du einen Gegenstand hältst, um ihn zu werfen. Wofür? Okay, verwende Rechtstaste, um das Ziel anzuzeigen. Verwende Linkstaste, um das Ziel anzuzeigen. Okay. Verwende Oben-Taste und Unten-Taste, um das Inventar anzuzeigen. Alles klar, wir haben ein Inventar. Da unten haben wir noch die Zeichen. Speichern, nicht verfügbar, warten, interagieren, Interesse, Riscom, nehmen. Was ist Riscom? Ah, alles klar, so ein Smartwatch, Handgelenk, Armband, Ding. Wir sehen einfach mal. Ich bin gespannt. Dieses Spiel umfasst schnelle, bewegte Bilder und blinkende Lichter und ist möglicherweise nicht für Menschen mit Epilepsie. Okay. Habt ihr Epilepsie? Ausschalten. Bitte. Lichtempfindlich. Okay. Im Jahre 2093 ist die Hoffnung der Menschheit am Schwinden. Vor etwa 20 Jahren brach eine neurologische Mutation aus, die unkontrollierbare Wut in auf der Erde geborenen Kindern hervorrief. Es konnte kein Heilmittel gefunden werden, lediglich eine Intervention, welche die Kinder friedlich stimmte, sie allerdings emotional kalt und leblos werden ließ. Die Pandemie löste eine demografische Krise aus, die die Kolonisierung neuer Welten zu einer dringenden Notwendigkeit machte. Glücklicherweise wurde ein erdähnlicher Exoplanet entdeckt, der sich in erreichbarer Entfernung zu unserem Sonnensystem befindet. Durch die vereinten Anstrengungen von Freiwilligen aus der ganzen Welt konnte ein interstellares Raumschiff, das erste seiner Art, konstruiert und ausgesandt werden, um den unerforschten Planeten zu kolonisieren. Zum bla 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 bla. Okay, das könnt ihr jetzt alles so lesen. Ja. Hat keiner gesehen. Gehört. Bevor wir beginnen, I need to be certain that you are fully aware of what we are about to do here, El. Okay. But I have to hear you say this out loud. Yes, was? I agree. Forgive me, but I must repeat this one last time. The procedure will not erase any of your memories. It will only seal some of the mapped neural pathways, thus blocking certain memory clusters. As a result, the frequency of recall in your day-to-day life will be moderately diminished, and you might struggle with long-term memory access. Huh? Are you completely certain that this is what you want? I'm not certain of anything, Ollie. Are you? Aber wofür? I cannot guarantee that these pathways will never be reopened. I am aware of that. Is your decision final? Yes, it is. Okay, haben wir irgendwelche Erinnerungen, die wir lieber vergessen wollen, oder was passiert hier? State your name. River Alea Catherine Jones. Okay. On the count to 10, you will start to relax, and at the end you will feel entirely void. One. Alles klar, wir entspannen uns. Alter. Alter! Die Warnung am Anfang war gar nicht so schlecht. Boah, Junge. Oh. Oh.
Entschuldigung. Ja. Oh, ist das grell. Okay. Okay, wir können uns nur umgucken, wir können uns nicht bewegen. Cool. Oh, was ist das denn? Okay, was? Okay, also unsere Erinnerungen werden blockiert. Sind wir das? Das scheinen wir zu sein. Sind wir fertig? Alter, was? Boah, Junge, ey. Alter. Sind das auch wir? Alter, wenn sich das durch das ganze Spiel zieht, ne? Das wird echt heftig. Leben voller Versprechen. Okay. Hallo? Oh. Telefon. Pick up. Hey. Did I wake you? Yeah. No. I must have dozed off. Kekse. It's okay. When did you arrive? A couple hours ago. How's the baby doing? Ach so. He is asleep, just like his mommy. Moment. How about you? Okay. Wir sind schwanger. Drücke erstmal aus der Entfernung mit dem Gerät zu steuern. Mache ich doch. Cool. Okay. It turned out that someone on board of the Shuttle Europe allegedly came down with a new flu. So now they're stuck in the docking bay for decontamination. How is Jan August? He's in there too, poor sucker. But I met Olivia Tambor. Oh, you've met the boss lady. How's she in person? She's tiny. No way. I was surprised too. Still just as creepy as on the Vicalls. We'll get along fine though. I can feel it. Ethan Emmanuel knows women best. Okay. Orbit Station 3. Orbit 3 Station. It's basically a completely new station using Orbit 2 as a backbone. You can't really tell that it used to be something else before. This Watanabe guy is truly a genius architect. Big words. I'm telling you, if we had this level of functionality and comfort on Mars Orbital, we wouldn't have left. You know that's not why we left. I'm only kidding. If anything, you would say the place is lacking a soul. Mm. Is the storm still wreaking havoc? Let me look. Oh. Earth gravity still sucks. Yeah. Lights on. Hä? Lichter waren doch an. Alter, was ist das denn für Kinderzimmer, ey? Alter. Mhm. Scheiß Wetter. Oh, he kicked. Warum macht er das? Hello, baby. Wait, he did it again. Okay, unsere. We love you too, Ethan. I'm missing you so much. I only left this morning. It feels much longer. I'm always with you, even from above. Very funny.
How's Frankie doing? You know, he's acting out. Hang on, I'll go check on him. Wer ist Frankie und warum soll ich nach ihm sehen? Haben wir noch einen Sohn? Oh, cool. Okay, so kann ich das wieder zurücklegen. Was ist das für ein Tier? Okay. Oh, was ist das denn? Space Cola. Drink Space Cola, your taste changer. Mhm. Babyphone mit Kamera? Ja, ne? Ich glaube ja. Was haben wir hier? Hä? Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. So. Warte mal, ich wollte mal eben ganz kurz gucken. Einstellungen. Audio. Ich habe vorhin zwar schon was eingestellt, aber die Musik kam mir gerade doch etwas laut vor. So. Entschuldigung. Frankie? Francis. Okay. Go away. Your father's on. Do you want to say hi? No. He heard that? Yeah. He's locked himself in again. Oh, I forgot to tell you. I installed the parental access pack last night. Maybe it's a good time to try it out. You mean I can invade my son's privacy whenever I want to? Yeah, pretty much. Let's give it a shot. What do I do? I already sent you an invite. You gotta go to the mainframe and allow the app in your account. In the study? That's two flights of stairs. Can't I do it from the wrist comm? Not the first time. Do you know how much I weigh? A little exercise never hurt anyone. I'll tell you about exercise. You just get back here. Ugh. Thanks, Thunder. Was zur Hölle? War der Untertitel nicht eben auf Deutsch? Elia und Ethan. Okay, Ethan ist anscheinend unser Mann und der ist auf irgendeiner... Was zur Hölle? Was? Ich glaube, unser Haus spielt verrückt. Habe ich das jetzt mitgenommen? Up and down buttons to view inventory. Geht nicht. Achso, doch, da. Ach, da links. Achso. Was ist das? Sieht aus wie eine Waage. Ist keine Waage. Alles klar. So, was haben wir da noch? Aha. Okay, was ist das? Aha. Finde ich jetzt gar nicht mal so interessant. Ich weiß, wir sollen... Ja, geil. Cool. Hä, wollte mich... Warum kann ich denn... Oh. Oh. Okay. Wir sollen unseren Sohn mal da aus seinem Zimmer... Ah. Okay. Go to the study room. Wird gemacht. Gleich. Hey, man muss ja hier ein bisschen ausprobieren, ne? Ja gut. Study room. You can't run. Okay. Dann halt nicht. Okay. Bitteschön, behalt es. So. Hm. Schicke Wohnung.
das ist ja cool. Low battery. Ja, sollten wir eventuell. Das ist ja cool. Okay, das ist richtig cool. Gut. Was haben wir denn hier? Noch, Alter, wie viele Badezimmer haben die denn? Was? Was? Power went out again. New place, new problem, Starling. Our new but sadly not very modern generator may need a simple reboot. And be careful in the basement stairway from the kitchen storeroom. Ist das richtig, dass das da hinten so reflektiert und nicht hier? Okay, thanks, Moonshine. You're welcome, Starlight. Again, be careful going down. Here's a soundtrack for you. Sorry, not that one. Mhm. Oh, Basement. Das ist gut. Was haben wir hier? Was ist das? Mit ne Ach, Sicherung. Oder was war das? Are you managing okay? Sure. Just being careful, as ordered. Ach, das war der Schlüssel, ne? Das war der Schlüssel. Was zur. Haben wir irgendwie irgendwelche psychischen Probleme oder so? Eventuell? Vielleicht? Boah, ist das hell. Mann. Okay, wer ist das? Wahrscheinlich unser Sohnemann, ne? Na, gut. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Und wenn doch, habe ich es übersehen und. Das war ein Schatten. Mann. Achso. So. Wow. Die beste Idee überhaupt. Rotes Licht. Ethan, I'm... Toshi. Was? Was? Alter. Das war doch ein Schatten, ein Umriss oder so? Activate. Boah. Okay. Stromgenerator, Klimaanlage. Go to the study room. Francis? Na. Okay, ich weiß noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Wow. Hä? Hä? Achso. Wow. Es ist der Wahnsinn. Das kann ich nicht wieder zumachen. Up to the study room. Jetzt, ach ja, meine Uhr ist alle. Stimmt. Was haben wir denn hier noch Schönes? So, okay. Kümmern wir uns später mal drum. Was ist das? Wow. Mitnehmen. Ach ne, wieder hinlegen. Hä? Oh Mann.
Oh Mann. Ich bin gerade echt ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Überfordert nicht, aber. Was ist das denn? Hallo? Wo bin ich? Ah, Sauna, Gym. Alles klar, das hier ist wohl der Wellness- und Spa-Bereich. Gut. Garage. Okay. Ah, alles klar, das ist. Was ist das denn? Ach so, irgendein Motorradteil vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Fahrer. So. Irgendeine Art Funk, würde ich jetzt mal sagen. For vintage items made here on Earth. Hoarding is such madness. I hope Francis doesn't take after his father on this. Alles klar. Unser Mann hat anscheinend ein Faible für irgendwelche Retro-Raritäten. Zum Beispiel solche wunderschönen Motorräder. Die sind anscheinend in diesem Spiel schon etwas älter. Okay. Sie hat gerade irgendwas vom Türcode gesagt, ne? Scheiße, was war das denn? Send you an invite, oh Gott, diese. Ich habe jetzt nicht. Scheiße, ich habe nicht gelesen. Ah. Okay. Wo ist denn Find Your. Was? Muss ich jetzt wieder runterlaufen? Es liegt doch bestimmt hier irgendwo, oder? Ist das nicht mein Infopad? Anscheinend nicht. Hier lag auch nichts, oder? Ach komm schon. Okay, also diese erste Folge wird doch schon ein wenig. Oh, warte mal. Ja, oder auch nicht. Infopad? Ihr mich auch. Gut. Wollen wir unten nochmal gucken. Ach, warte mal, wir hatten da vorhin auf dem Tisch was gesehen, ne? Ach komm schon, ein bisschen langsamer, schneller. Wird's doch wohl. Es leuchtet alles in diesem Spiel, das ist. Der Hammer. Ist das ein Infopad? Location Earth, New Mazunte, Mexico. This message has been generated by the home hub, mainframe, of River Elia Catherine Jones. Your personal override code for your home hub security system is 4472. Your home hub status, home AI offline. AI. So. Caution, use code at own risk. 4472. Alles klar, warum nehmen wir das nicht einfach mit? 4472. Vier vier sieben zwei. So.
4, 4, 7, 2. Ja, läuft, würde ich sagen, läuft. Sehr gut. Oh. Okay, let's see now. Also das sieht ja schon eigentlich, wenn nicht alles so am Leuchten wäre, fände ich es eigentlich ganz schick. So, wollen wir mal gucken. Ah. Ah, es lädt. Okay. Hello, Elia. So, Brain, Heart, Lungs, Bones, Nieren, Bauch, Leber, Intestins und Blätter. Da weiß ich jetzt nicht, was das ist. Pictures. The Moon, Location, Earth. Okay. Okay. Aha. House Control gleich. Message. From Ethan. Für uns. Ach, das ist der Parental Access. When you click the link at the bottom of the message. Bla bla bla. Okay. Okay, Francis, let's see if you can escape your mother so easily. Was zur Hölle? Ich will auch nicht, hä? So, was haben wir? Ach, das ist Ultraschallbild. Okay. You are Thunder? No, two Norse, not like you. You will be Light. Lucien. Lucien. Okay. House Control. Air Conditioner. Perimeter Activity. Energy Efficient. Ja. Achso, hier können wir einfach nur gucken und nichts machen. Alles klar. Gut. And go to the Francis room and wake him up. Alea? Ja? You've given me a heart attack, love. Sorry, my battery went out and a Frankenstein-like monster showed up, but I killed it with a smile. I spilled my moon hat. You can't spill stuff in zero G. Such a smart ass belongs in the study. I already finished the job in the study. What are you up to now? Not much. Just sitting here, enjoying the moon hat while the others are stuck in decon and thinking of you. So basically floating around in zero G. Oh yeah. And also, I'm naked. Right now, the idea of zero G feels way more attractive than the naked you. I'm sorry, darling. How about both? Sure, I'd be right over. As soon as I manage the stairs. Ja, mit der Geschwindigkeit ist es irgendwie schwierig. Warum ist das auf einmal alles? Habe ich die Sprache eben umgestellt? General. Hä? Bildeffekte? Warum? Hä? Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Gut. Ab zu Sohnemann. Hat er eben gesagt, dass er da nackt irgendwas trinkt? Und dass jetzt alle anderen in Quarantäne sind? War das vorher nicht nur einer? Naja, keine Ahnung. Ja, die erste Folge war jetzt etwas langweilig und langsam, finde ich. Wenn ihr trotzdem mehr sehen wollt, würde ich sagen, schaut einfach in der nächsten Folge nochmal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao!